Im Gegensatz zu dem, was viele mittlerweile sagen, waren die Jedi selbst während den Klonkriegen nie böse. Sie hatten grundsätzlich stets die Absicht, den Frieden in der Galaxis zu wahren. Was sie aber irgendwann wurden, war fehlgeleitet, arrogant, dogmatisch und extrem. Wir haben mal ein Video gemacht, in dem wir erklärt haben, dass Mace Windu perfekt die vielen verschiedenen Fehler der Jedi verkörpert. Und dazu stehen wir auch. Wir haben aber mittlerweile noch eine Person entdeckt, die fast noch passender ist, obwohl die wenigsten bei diesem Thema sofort an sie denken würden. Luminara und Dooley. Da sind wir aber by the way nicht selbst drauf gekommen. Der englischsprachige Kanal Generation Tech hat zu dem Thema ein großartiges Video gemacht, das uns ein bisschen die Augen geöffnet hat. Dieses Video dient als Inspiration, auf dessen Grundlage wir noch viel Recherche betrieben haben, um euch das heutige Video zu präsentieren. Es handelt sich also um keine Kopie, wir sind halt nur so auf das Thema aufmerksam geworden. Fangen wir an. Luminara und Dooley ist das Produkt der Zeit, in der sie lebte. Und um sie zu verstehen, müssen wir erstmal die Jedi zu diesem Zeitpunkt verstehen. Wir schreiben das goldene Zeitalter der Republik. Knapp 1000 Jahre lang gab es keine großen Kriege. Für eine sehr lange Zeit bestimmten Frieden und Wohlstand das Leben der Bürger. Die Sith wurden für ausgestorben erklärt und den Gedanken, sie könnten jemals wiederkehren, hielt man für ausgeschlossen. Das klingt grundsätzlich nach etwas Gutem, war aber tatsächlich ein Teil des Grundes, wieso die Jedi zu dem geworden sind, was sie waren. Fehlgeleitet, arrogant, dogmatisch und extrem. So blöd das auch sein mag, die Jedi wurden zweifellos auch durch den Konflikt mit den Sith definiert. Es gab ihnen eine Identität, einen Grund zum Existieren. Es konnte niemand sonst die Galaxis effektiver vor dem Bösen schützen als sie. Sie wurden gebraucht. Doch was war ihre Aufgabe, wenn sie eben nicht mehr gebraucht wurden? Sie hatten plötzlich viel Zeit. Sehr viel Zeit. Zu viel Zeit, in der sie sich mit nichts als sich selbst beschäftigten. Und da fangen die Probleme an. Man kann es sich vorstellen wie jemanden, der von heute auf morgen viel mehr Geld hat, als er je brauchen wird. Plötzlich muss er nicht mehr arbeiten gehen und kann den ganzen Tag auf der Couch hocken und Todesstern-News schauen. Was passiert mit so einer Person, die plötzlich keinen Grund mehr hat, am öffentlichen Leben teilzunehmen? Vielleicht hat man zu viel Zeit zum Nachdenken und wird depressiv. Vielleicht steigert man sich in seine Ideen von der Welt hinein und wird in seinen Ansichten extrem. Das ist grob das, was mit den Jedi passierte. Nach außen gaben sie ein perfektes Bild ab. Sie waren die weisen Beschützer und schmückten sich mit Disziplin, Mut, Geduld und Mitgefühl. Grundsätzlich waren das ja auch die Werte des Ordens und damit auch die von Luminara und Dooley. Doch über 1000 Jahre lang fehlte ein Reality-Check. Es brauchte nur einen kleinen Konflikt, um die Schattenseiten von dem, was aus ihrer Ideologie geworden war, zu offenbaren. Ein gutes Beispiel für einen solchen Konflikt ist The Clone Wars Staffel 2 Folge 6. Das ist die Folge, wo Ahsoka und Barriss Offee fast sterben. Doch bevor wir uns das anschauen, schauen wir uns vorher Luminara und Dooley genauer an. Denn sie war keine gewöhnliche Jedi. Die Jedi haben ja grundsätzlich relativ strenge Regeln. Man darf nicht zu alt sein, Bindungen sind verboten, etc. Manche von diesen Regeln wurden allerdings für manche Mitglieder des Ordens ein bisschen verbogen. Das bekannteste Beispiel wäre hier Ki-Adi Mundi, der, Alpha wie er war, 5 Frauen hatte. Der Grund dafür war, dass seine Spezies kaum männliche Nachkommen hatte und jeder Mann quasi zu Fortpflanzungszwecken genutzt werden musste. Eine andere Ausnahmeregelung gab es für die Mirjalana. Das war die Spezies von Luminara und Dooley und Barriss Offee. Dass es sich bei den beiden um ein Meister-Schüler-Duo der gleichen Spezies handelte, war nämlich kein Zufall. Die Mirjalana waren in den meisten Fällen von Natur aus machtsensitiv und hatten eine starke spirituelle Bindung zur Natur. Sie hatten quasi eine eigene Kultur, in der die Macht eine große Rolle spielte. Und diese Kultur wollten sie irgendwie bewahren, selbst als Mitglieder des Jedi-Ordens. Deswegen trafen sie mit den Jedi die Vereinbarung, dass ein Mirjalana nur von einem anderen Mirjalaner ausgebildet werden durfte. Da stellt sich natürlich die Frage, was war dann mit dem ersten Mirjalaner im Jedi-Orden? Aber denkt nicht zu lange darüber nach. Es gibt, wie beim Huhn- oder Ei-Dilemma, einfach keine Antwort auf diese Frage. Jedenfalls sorgte diese Regel aber dafür, dass die Mirjalaner im Orden irgendwie so ein bisschen isoliert waren. Und man munkelte auch innerhalb des Ordens, die Mirjalaner seien etwas elitär. Sie blieben lieber unter sich, weil sie sich selbst als überlegen ansahen. Außerdem galten sie als leicht arrogant. Zum Beispiel Anakin hatte auch ein ziemlich negatives Bild von ihnen. Ob das auch wirklich stimmte, ist unklar. Aber Fakt ist, dass diese Sonderregelung für Spannungen sorgte. Arroganz ist ja eine der Hauptschwächen, die die Jedi irgendwann entwickelten. Und wo wir gerade beim Thema sind, hier haben wir ein perfektes Luminara und Dooley Beispiel. Es ist wirklich perfekt.
So wie ich. Es gibt eine Clone Wars Folge, in der Luminara Unduli gegen Asajj Ventress kämpft. Davor lehnt sie mehrmals die gut gemeinte Hilfe von Ahsoka hochmütig ab. Während dem Kampf beleidigt sie sogar noch Ventress Kampfstil. Und danach wird sie, eine Jedi-Meisterin, von der Assassinin, die sich nicht mal Sith nennen darf, absolut zerstört. Sie wäre tatsächlich getötet worden, wäre sie nicht von der damals noch Padawanin Ahsoka Tano gerettet worden, der sie vorher noch klipp und klar gesagt hat, dass sie ihre Hilfe absolut nicht braucht. Das ist ein perfektes Beispiel für Luminaras Arroganz und damit der des gesamten Ordens. Wenn man so lange keinen wirklichen Gegner hat, fängt man an zu denken, niemand käme an einen ran. Ein Kampf wie dieser bringt einen dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ein weiterer großer Fehler der Jedi, den sie allerdings schon lange vor den Klonkriegen hatten, war ihr Umgang mit Minderjährigen bzw. Kindern. Ich denke, wir müssen nicht zum 10.000. Mal erwähnen, wie falsch es ist, Säuglinge ihren Familien zu entreißen. Ein anderes Beispiel wäre aber, dass Teenager wie Ahsoka Tano oder Barriss Offee gezwungen wurden, als Generäle im Krieg zu kämpfen. Warum das auch sehr falsch ist, bedarf hoffentlich keiner Erklärung. Wenn man aber schon die Entscheidung trifft, Padawane mit in den Krieg zu nehmen, dann sollte man sie zumindest beschützen. Ihre Sicherheit sollte höchste Priorität sein. Eigentlich selbstverständlich, aber Luminara Unduli versteht das irgendwie nicht. In der 6. Folge der 2. Staffel von The Clone Wars müssen die Jedi die Droidenarmee auf Geonosis zerstören. Luminara lässt deswegen ihre Schülerin Barriss das riesige unterirdische Tunnelsystem der Fabrik mit über 200 Knotenpunkten auswendig lernen. Barriss und Ahsoka würden also in dieses unterirdische Labyrinth gehen, um reinzukommen und die Anlage von innen zu sprengen. Währenddessen würden Anakin und Luminara die Droiden auf der Oberfläche mit einem Frontalangriff ablenken. Anakin ist sofort dagegen, da er denkt, es sei viel zu gefährlich für die Padawane. Und wir stimmen ihm da grundsätzlich zu. Wenn Anakin Skywalker, der Typ, der Adrenalin zum Frühstück trinkt, etwas für zu gefährlich hält, insbesondere für Minderjährige, dann hat er höchstwahrscheinlich recht. Luminara hingegen hielt es für angebracht, dass die minderjährigen Padawane die weitaus gefährlichere Aufgabe erledigen. Ein Frontalangriff gegen Droiden würden die Klone wahrscheinlich sogar alleine schaffen. Warum Luminara sich nicht dazu entschied, das Tunnelsystem selbst auswendig zu lernen, raffen wir absolut nicht. Jedenfalls geht das Ganze natürlich schief. Ahsoka und Barriss werden entdeckt und kommen aus der Sache nicht mehr raus. Deswegen beschließen sie, sich zu opfern und die Anlage trotzdem zu sprengen, was sie dann auch tun. Und jetzt haben wir folgende Faktenlage. Die Fabrik wurde gesprengt. Ob die beiden Padawane noch leben, ist unklar. Der Punkt ist, man weiß es einfach nicht. Was macht man also in so einer Situation? Man schaut zumindest mal nach und wenn man Lebenszeichen bekommt, versucht man, die Überlebenden zu retten. Das wäre nicht mal eine sehr emotionale Entscheidung, es wäre sogar eine ziemlich logische. Anakin versucht also alles, um die beiden zu finden. Und was macht Luminara? Nichts. Sie gibt sofort auf, ohne überhaupt zu wissen, ob ihr Padawan noch lebt. Zu Anakin sagt sie dann, dass sie einfach nur besser loslassen kann. Aber wenn ihr uns fragt, ist das Bullshit. Dieses Gespräch sollte man gar nicht führen, wenn man stattdessen Trümmerteile hochheben und die Vermissten suchen könnte. Warum tut sie es nicht? Naja, Luminara Unduli war dafür bekannt, eine Art Jedi-Extremistin zu sein. Zurückhaltung, Disziplin und emotionale Kontrolle zählten zu den wichtigsten Werten des Ordens. Und Luminara war sehr zurückhaltend, extrem diszipliniert und wie wir jetzt gelernt haben, ziemlich gefühlskalt. Sogar zu dem Punkt, dass es irrational wird. Aufzugeben, obwohl sehr wohl die Möglichkeit besteht, dass ihr Padawan noch lebt, ist irrational. Damit zerstört sie sogar den Zweck von emotionaler Kontrolle, was ja grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft ist. Wir könnten jetzt noch mehr ins Detail gehen, noch mehr Schwächen der Jedi suchen und diese in Luminara wiederfinden. Aber eigentlich muss man sich nur diese eine Clone Wars Folge anschauen, um zu verstehen, was wir meinen. Zu Barriss hatte sie ja eine sehr kalte und distanzierte Beziehung. Und sie war ja auch ein Faktor, wieso diese dann später einen Anschlag auf den Tempel verübt hat. Es gab jedoch noch mehr Faktoren. Der komplette Jedi-Orden hat sie nämlich an diesen Punkt gebracht. Mehr dazu in diesem Video. Josh und Dima out.